Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Invasion zusammen mit Miri, Baloui und Gisela. Ich bin Gisela. Nein, Gisela ist der Hund. Ich taufe den jetzt jede Folge um. Okay, der freut sich bestimmt. Das nächste Folge ist Vladimir. Okay. Du kannst nicht Stimmt's spoilern. Vladimir? Vielleicht ist es das nächste Folge. Vielleicht dann. Schaltet dann gar keiner ein. Ja, aber das ist so. Der Hund ist Vladimir, fick dich, tschüss. Es gibt, meine Freunde, einen Elektrozaun gegen die Gegner. Ja, danke fürs Gespräch. So cool. So cool. So awesome. Das ist wirklich cool. Man braucht nur Cobblestone und Iron Bar. Wir haben irgendwie ein Eisenproblem. Kannst du, wie kriegen wir denn Eisen rein? Eisen gerade die ganze Zeit verbrauche. Wofür? Für Quests. Du bist doch nicht der Einzige, der Quests machen darf. Fies. Doch der Typ, der die letzte, in der letzten Folge die meisten gemacht hat. Gar nicht wahr. Warum gehen hier Oh, wir können Drones bauen, die uns beschützen. Ja, klar. Wie geil. Darum geht es doch in dem Modpack, dass man sich irgendwie schützt. Was baust du denn, Katze? Ich will ja nicht das gleiche bauen wie du. Den Strainer baue ich gerade. Das ist ein Wasserfilter, ne? Ich glaube ja. Warum haben wir keine Streams mehr? Habe ich alle verbraucht? Oder wer hat die gerade alle? Ich habe keine. Da drin sind welche. 21, okay, die reichen. Hardened Wall. Aha. Ach du Scheiße. Nächste Quest fertig. Was denn? Ja, der Strainer. Ja, ja. Läuft der Hund da hinten über mein Feld? Ja. Ich nehme den Melk kaputt. Läuft über mein Feld. Katze, brauchst du diesen Fisherman Strainer? Ich denke ja, Fisherman Strainer? Jeder hat ja hier das Ding gekriegt. Nimm mal, da. Ich fühle mich hier unten sicher. Das würde uns Fischis bringen und Rüstungen. Würde aber cool. Bait benötigen. Bedeutet, wir müssten dafür Bait craften. Bedeutet, Worms wäre Bait zum Beispiel. Oder Bait Pot wäre mit Würmern. Haben wir eigentlich schon das nächste Kapitel an Quests freigeschaltet? Aber es gibt ja mehrere Bäume. Ein Eisen. Ich habe auch. Oh ja, wir haben neue Sachen freigeschaltet. Auch ein Dirt. Scrapping, also um Metall auszuschneiden. Infrastructure, pulverize it. Oh, guck mal, es gibt. Steht ein bisschen im Weg. Es gibt Pulvus, also Pulverizer, die auf anderer Basis funktionieren. Gehst du von Und meiner Furnace Kiste Generator. Weg? Danke. Und die gehst du bitte? Cool. Villa, mach Sitz. Mach Sitz auf dem Feld, komm. Der sitzt in dem Blaubeerbusch jetzt. So. Oh, okay. Der brütet jetzt Blaubeeren aus. Okay, das ist nett von ihm. Ja. Okay. Katze, wie kriegt man denn nochmal Würmer? Diese Würmer, die auf der Erde wachsen. Die willst du nicht. By tilting grass with a hoe. Das habe ich gerade eben gecraftet, was man dafür braucht. Wo? Weil wir ja denn für den Fischer brauchen das Zeug. Hä? Okay. Das Ding, womit du die bekommst, habe ich gerade gecraftet. Ich muss theoretisch nur Wasser suchen gerade, damit wir den irgendwo aufstellen können. Nee, ich brauche ja, ich will Dings haben. Ich will Würmer farmen jetzt. Ja, ich will einmal Würmer holen. Genau, da steht, ich soll Gras mit einer Hoe sieben. Weil dann würde Miris Zeug ja auch schneller wachsen. Sie bräuchte kein Wasser mehr da dran. Das sind diese Würmer aus Stranded, die wir hatten damals. Ja, die Würmer aus Stranded, die wir hatten, die kriegst du, indem du ein Feld pflügst. Einfach mit einer Hoe oben durchlaufen und das Feld umbauen. Ja. Also was nochmal? Was soll ich machen? Oben Dirt umgraben. Ja. Mit einer Hoe. Sense. Nein, Hoe, ne? Ja, das ist eine Hoe. Hier steht, wir sollen eine Fritteuse bauen. Miri, ich muss eine Fritteuse bauen. Was können wir frittieren, die Insekten? Ja, du kannst die Insekten frittieren.
Nein. Dann werden die gesünder und besser. Wie, die werden gesünder? Ich denke, die sind auch so schon gesund. Das ist schon wieder so ein Darmus-Skin. Soll ich? Ich brauche eine Fritteuse. Fritteusen sind cool. Aber ich brauche Seeds von Miri. Hat sie 4 Seeds von einer, so hat sie nicht. Guck mal hinten, aber. Nee, du hast noch gar keine. Aber doch, ich kann ja Seeds aus normalem Korn machen. Easy! Hier drüben habe ich 24 Seeds. Warum geht das nicht? Hier, jetzt guck doch, hier sind Seeds. Seeds. Hier in der Kiste, unten in der Pflanzenkiste. Ah, da. Da machen wir nämlich Öl raus. So, Olivenöl. Nee, Vegetable Oil. Das heißt einfach Gemüseöl. Gemüseöl? Was ist Vegetable Öl? Gemüseöl. Hier, Miri, haben eine Fritteuse gebaut. Cool, eine Fritteuse. Cool. Cool. Wir brauchen mehr Platz. Cool, meine Fritteuse. Ich mach hier mal Platz. Ich habe eine Fritteuse gebaut. Cool. Hier kommt Miris Kochecke hin. Kommen wir bauen eine Fritteuse. Da kann man ganz lecker Insekten drin kochen. Den ganzen Tag gibt's lecker Käferbrei. Yay. Okay, stellen wir die Fritteuse hier hin. Ich habe eine Fritteuse. Oder nein, das ist ja keine Fritteuse, das ist ein Fryer. Fryer heißt nicht Fritteuse im Englischen, oder? Fryer heißt bestimmt Bräter einfach nur. Mist, fies. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich ein Bratgerät, ja. Das mache ich jetzt eigentlich. Wo sind die Insekten, den fies? Miri. Hab sie gegessen. Alle. Ich muss sie braten, wo? Ich hab sie alle gegessen. Sie sind bei tierischen Sachen. Tierische, okay, dankeschön. Aber Insekten sind doch gar nicht so tierisch gut. So, komm, wir machen jetzt hier auch. Oder was? Ja, pass auf, jetzt mal hier. Los, mach mal einen Insekt fertig. Insekt, du bist scheiße. Hab ich's gut fertig gemacht? Warum geht das nicht? Da steht es extra für Käfer. Brennt das nicht mit ganz normalem Zeug oder was? The bug straight off the ground and so tasty. Craft the fryer and makes them a bit crunchier. Ja, gerne. Oh, man braucht mehr Öl. Wollten wir hier die Seeds getan haben. Aha. Ich hoffe, Miri braucht nicht mehr so viele Seeds. Öl. So, Freunde. Ah, damit brennt man die. Cool. Holy Book of Notch. Boah, Alter, was? Ey, so ein, esst mal so ein Käfer, der regeneriert den 3 Hungerkeulen. Was zum Geier? Übertreibt halt. Dankeschön dafür. Krass. Hier, mach Käfer. Übertreiben wir es halt ein bisschen. Die normalen Käfer generieren voll wenig und die frittierten hier mega viel. Kommen wir grillen. Heute Käfer. Alter Schwede. Ich muss hier die ganze Zeit durchbihoppen, so nach dem Motto. Also es ist schon irgendwie interessant, dass das Ding sich auf einmal dazu beruft, dass es gutes Movement braucht, um zu funktionieren. Das Wer Spiel. Behoppt sich wo was? Katze behoppt sich. Beziehungsweise ich versuche einigermaßen ein gutes Movement zu haben. Ja, was versuchst du denn gerade, meine ich? Ja, Movement zu haben draußen. Aha. Wenn ich unterwegs bin, nicht gleich irgendwo dagegen zu laufen und dann dadurch zu sterben, wäre zum Beispiel mal eine Sache, die ich versuche. Okay. Aber ich finde keinen normalen Dirt. Da ist ein Hund. Ich hab einen Hund gefunden, falls ihr das wissen wolltet. Nein. Miri, wo ist denn jetzt was? Und jetzt springt der wieder! Es ist unglaublich, dass du mich jetzt wieder killt. Was willst du wissen? Wo was ist? Noch nicht ganz fertig. Okay. Schreibst du uns das da dran, dass wir nicht so dumm sind, die falsch einzusortieren, die Sachen? So. Edelweiß. Oh, was war das? Da schreit schon wieder einer noch. Nee! Medkit kann man doch bestimmt auch selber machen. Klar. Pflaster, Salbe und Bandagen plus Holz.
Ja, klar, gut. Pflaster brauchst du einen Slimeball für. Das ist bestimmt antihygienisch. Und Bandage, Bondage. Bandage, das ist 4 Clay und 3 Papier. Das ist doch schon mal super. Ja. Book him. Having searched through the recipe. Ja, okay. Okay. Bist du ein bisschen geisteskrank? Ich mache hier mal einen geilen Auftritt, ey. Ja, war gut, danke dafür. Ja, danke dafür. Findet ihr nicht auch, der war super? Mhm. Ich finde, der war super. Haben wir noch die Bottle of Tears hier? Da, jederzeit ja. Wieder eine voll machen. Wo ist mein Dirt? Wo ist mein Dirt? Was für Dirt? Ach. Wer hat den Pelz von dem Hund da reingetan? Dem ziehe ich seinen Pelz auch gleich ab. Katze. Er war nämlich draußen. Ich war nicht draußen. Emiri, ich habe Salz für dich. Dieses Modpack ist echt mehr Qual als alles andere. Ach, das braucht Miri, damit sie Teig machen kann. Miri, wo kommen deine Kochzutaten hin? Ich hätte hier Salz. So weit bin ich noch nicht. Such dir was aus. Dann stecke ich dir in deine Esskiste rein. Ich mag das. Meine Bottle of Tier fühlt sich von alleine, einfach weil ich sie im Inventar habe. So schlimm steht's schon um mich. Ich glaube auch. Das musst du machen als Quest, Miri, den Teich bauen. Oder ich mach das halt eben. Ja. Kochen! Backe Kuchen. Miri, ach du Scheiße. Ich hab Miri, ach gemacht. Du Scheiße. Mixing Bowl. Hab ich noch nicht. Ich hab meine Würmchen gemacht. Wie fies. Ich wollte das mal wie. Nein, meine. Deine sind kacke. Wie? Was? Ich hab andere gemacht. Selber kacke. Du kannst die Schnecke hier haben. Nein, ich hab eine Schnecke. Ja, eine Schnecke. Oder nein. Ich kann essen. Ja, auch um einen Fryer tun, damit geiler. Der ist immer noch. Wo ist der Fryer? Hier hinten in der Ecke beim Essen da hinten. Musst du Öl, Olivenöl und dann. Nee, also normales Öl und dann. Holen wir die Schnecke was? Ja. Hey Lull, das funktioniert ja. Das ist voll cool. Wasser, Salz und Mehl. Oh, wie kriegt denn Mehl? Aber jetzt hat man eins verschwendet. Kann man da die Füße reinlegen? Kann ich da die Würmchen reinlegen? Nein, geht nicht. Dann sollte man vielleicht jetzt andere Dinge da reinlegen, der Zeug. Ja, mach mal. Käfer einfach nehmen. Einfach Käferkatze. Ich weiß nicht, wo Käfer sind. Da sind Käfer. Wie kommen wir denn an das Öl ran in Zukunft? Einfach 4 Seeds nehmen. Also ist das gar nicht so teuer. Nein, einfach normale 4 Seeds. Oh, immer setze ich meine Fackeln irgendwo. Das sieht richtig toll aus, wenn du so ein Ding durch die Gegend trägst. Von den Käfern. Lauli. Ja? Ich finde das witzig. Ich möchte jetzt eine Sache sagen. Ich war vorhin ja draußen und ich habe was gefunden. Ja, was? Dich ohne Schminke. Miri ist sich sofort umgedreht. Soll ich euch zeigen, wie Baloui ohne Schminke aussieht? Ja! Wieso ohne Schminke? Moment, ich hab nie Spaß. Ja! Stell dich mal daneben, sieht aus wie. Ja, schon. Ja, stell dich mal daneben. Ich glaube, es muss bei einer sterben. Ja. Doch, das sieht doch original so aus, oder? Ich sehe da eine Ähnlichkeit. Ja, jetzt noch. Wow. Ja, Baloui ohne Schminke. Muss man zeigen, dass es der Linke ist, aber das passt. Ich denke, ich hasse euch. Welcher ist Baloui? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich denke, ich hasse euch zweimal. Hallo Baloui, wie geht's dir? Möchtest du das? Hasse euch dreimal. Er nimmt das nicht. Es liegt neben ihm, aber er will es nicht. Wer bist du? Viermal. Ich bin Baloui. Kann hier einen Reward nicht claimen. Oh, schade. Oh, ich habe noch so viel Zeug, das ich claimen muss. Ja, mach mal. Oh, ich habe ein volles Inventar, das erklärt sich. Ja, ich hatte ja keine Zeit. Ich musste. Miri, wo ist unsere Einsortierkiste? Ja, ich wollte gerade sagen, wir brauchen eine Kiste, wo wir alles reinschmeißen. Ja, dann baut halt einer eine. Was? Einer von euch kann sich die Kiste bauen, wenn er sie will. Aber schmeißt erst ja nicht in eine von meinen Kisten jetzt rein.
Ja, Einsortierkiste. Super. So. Ich verstehe Miris System nicht. Wie schön für dich. Das Gute ist, wir können da jetzt einfach Sachen reinlegen und Miri musste dann wieder einsortieren. Ja, finde ich auch gut. Das Schlimme ist, es gibt nämlich kein ME-System, Miri. Es wird niemals erleichtert werden. Das ist nicht wahr. NIO. Es gibt NIO. Okay. Yay. Ja, aber NIO hilft ja nicht. Ich habe noch nicht einen einzigen Enderman gesehen. Hast du denn schon Fans geholt? Nein. Also nicht. Die Fans ist hier 1, aber wir haben alles dafür da, Blaudi. Ja, okay. Ich hab Teig gemacht. Die Iron-Dinger habe ich schon gemacht. Ich hab meinen Teig gemacht. Bist du stolz? Ich hab Teig gemacht. Hey. Aber es gibt doch kein unendliches Wasser hier. Was gibt's nicht? Es gibt kein unendliches Wasser. Oh, das ist ein Problem. Ach, du hast Teig gemacht. Teig, ja. Ich hab Teig verstanden. Ein Teig. Ja, Teig. Oho. Teig halt. Was ist an Teig so schwer zu verstehen? Keine Ahnung, vielleicht kann man davon ausgehen, dass es Tai aus Digimon ist, nur dass er diesmal aus der Schweiz kommt. Teich CH oder Tai CH. Geht alles. Bitte mal schlecht. Miri! Was ist mit mir? Was ich suche. Was suchst du? Unten, das ist in meiner Einsortierkiste. Kann man nicht. Elektrozaun fertig. Was brauchen wir denn dafür und wie stark ist das? Da steht nur, bloß nicht selber reinrennen. Gibt's auch eine Möglichkeit rauszufinden. Toast gibt's halt immer noch, ne? Toast macht mega viel. Also nicht essen bloß nicht Brot so. Toast haben sie immer noch nicht gepatcht. Ich finde es immer noch krass. Oh, guck mal, du musst auch Fans Upgrade machen. Ich hab 16 Zäune. Hitler! Was? Das ist, da kommt einer mit der Nazi-Uniform rein und ich erschrecke mich zu Tode, Alter. Oh, scheiße. Da kannst du jetzt voll den Clickbait-Titel aus der Folge machen. Gott. Ja, übel. Hab ich mich zu Tode erschrocken, what the fuck? Nicht erschrecken, ich bin hinter dir. Was? Oh Gott, Hitler! Gib mir doch keine solche Steilvorlagen. Hallo? Hi, Lolli, ich hab gerade Sachen gefunden. Geh mal los raus, ich hab auch noch. Ich hab auch hier Elektro. Lass uns mal unseren Bereich abriegeln. Das ist ein bisschen nah dran, Katze. Der funktioniert gar nicht. Au, du bist ein Lappen. Der funktioniert gar nicht. Ich bin fast tot. Hat funktioniert? Ja, was hat das damit zu tun? Du bist grenzdebil. Mach dir mal bitte eins weiter weg. Lauli ist gemein zu Katze. Der sagt, ich bin grenzdebil. Warum bin ich denn grenzdebil? Und weil ich mich fast dran umgebracht habe. Deswegen bin ich blöd, weil du an Elektrozäunen leckst. Lol. Das ist neu. Wollen wir damit die Base groß? Okay. Ja, genau so viel. Das ist eine Ratte. Zeitform ändern, da war eine Ratte. Wollen wir aus dem Zaun, ne? Wie teuer war der herzustellen, Katze? Überhaupt nicht teuer. Ein bisschen Eisen. Also 6 Eisen und du kannst also ein paar davon craften. Nicht haben. Wir haben kein Eisen. 6 Eisen und du kannst Iron Bars machen und die Iron Bars sind das, was du brauchst. 4 Stück, um einen 16er Stack von diesen Zäunen zu bauen. Ultra billig, Blauli. Ultra billig. Und wer zündet hier schon wieder den Wald an? Aua! Fuck you, Goethe, Alter. What the fuck? It's... Wir machen Gruppenmobbing. Gold. Der hat Gold da gelassen. Gaddafi. Sag mal, wir haben so heute alle in der Gruppe. Ja, aber richtig übel, ey. Das kommst um die Ecke, steht auf einmal so ein Hitler-Verschnitt vor dir. Im nächsten Moment kommt. Ah, da ist ein Elektrozaun. wir sollten vielleicht jetzt wirklich mal überlegen, wie wir den welchen Bereich wir abgrenzen von unserer Base, dass die hier nicht immer reinrennen. Mit so einem Elektrozaun ist das bestimmt nicht die falscheste Lösung. Oh. Kann man den Fall steigern? Du hast doch auch 16 Zäune gekriegt, Miri, oder? Ja, die sind unten in meinen Kisten. Wir können die sogar noch tiertechnisch upgraden, gell? Ja, wenn wir damit sie die One-Hit sind, wenn wir da reinrennen. Wenn wir sie mit Obsidian oder Gold craften, sind die zum Beispiel noch mal einige stärker. Statt mit Cobblestone. Aber der Hauptaspekt bleibt immer Eisen. Was hat denn mein Sammler da vorne gefunden? Gucken wir mal, was mein Sammler bis jetzt hat. Wir haben Fischis, meine Fischis. Oh
Okay. Kannst von mir das haben. Was ist das hier für eine Schneckenarmee? Katze, lass uns mal ungefähr abstecken, wo wir jetzt mal hier so einen Zaun ziehen. Hier. Wobei, wir haben, glaube ich, nicht genug davon, aber... Mach hier einen Zaun. Hier. Hier. Nur hier. Hier stellst du einen Zaun hin. Okay, mach ich. Yeah! Au. Kiri hatte schon bessere Ideen. Was? Wirklich? Wann? War ich dabei? Mein Zaun ist gerade kaputt gegangen. Nein, der liegt am Boden, den sieht man nur nicht. Der geht nicht kaputt. Oh, kann mich abbauen. Ich kann nicht aufheben. Lauti, der Zaun ist weg. Tot. Du darfst ihn auch nicht hier verbuddeln, wo man ihn verliert. Ah! Ich hab den verloren. Zaun im Inventar. Der war ja hier. Oh, wow. Aus Versehen. Meine Dicks. Hier liegt dein Zaun. Ich hatte ihn im Inventar. Ich überlege gerade, kriegen wir das irgendwo so abgegrenzt, dass wir vielleicht... Also wir haben einen Ausgang. Bedeutet im Endeffekt, einer von uns muss sich jetzt entscheiden, wer von uns ist denn zu blöd, um in Minecraft geradeaus zu laufen? Baloui. Also muss Blaudi die Zäune setzen, damit er sich daran nicht umbringen kann. Ja, ich würde halt den Eingang mal so safe machen, dass halt so. Das Problem ist aber... Hey, wer macht denn da hinten schon wieder einen Waldbrand? Wie kommen wir denn da drüber, ohne Leute, zu sterben, Katze? Leute, wir leben hier alle. Katze. Ein Zyniker würde das als Leben bezeichnen. Katze. Ja, was? Ja, aber was hilft uns denn das jetzt hier? Der hilft doch null. Der hilft, dass wir immer rausgucken können. Es fehlt noch ein Iron Fence. Kann man da drüber springen? Können wir da drüber springen, ohne zu sterben? Ja, es geht. Naja, man kriegt einmal kurz einen Hit. Nee, ich hab keinen Hit gekriegt. Ja, das ist, weil du ihn gebaut hast. Hier steht ein Zaun. Vor dir. Da. Wie, das ist derjenige, der gebaut hat, kriegt kein... Genau. Du bist derjenige, der dich ausgeschlossen hat. Ich hab und bin runtergeflogen. Schön. Ich glaube, das ist ein gutes Ende für die Folge, weil mein Spiel ist gecrashed. Oh, gut. Dann Nicer, Joghurt-Scheißer. So kann man auch mitteilen, dass man keinen Bock mehr hat aufzunehmen. Los, okay. Beende einer die Folge, dankeschön. Naja, liebe manchen Tiere und Doktoren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Miri sich nicht am Zaun umbringt. Miri ist gerade am Zaun gestorben. Mehr dazu in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.